Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Heute begeben wir uns auf die Spuren der Vergangenheit und werden diese Typen mal unbehelligt lassen und mal Richtung Anfang laufen. Hab ich jetzt Bock drauf. Mal gucken, was da hinten so Schönes gibt. Können hier auf jeden Fall ziemlich viel ausweichen. Jump! Aschina Talsperre. Ach, guck mal. Die Hundis. Habe ich trotzdem getroffen. Haha. So, du bist schon mal weg. Willst du dich angreifen? Aha. Und weg ist er. Ach, guck mal, da kann ich speichern. Figur des Bildhauers. Ja gut, ich muss noch ein bisschen Geld sammeln, aber wir können doch. Wir waren doch auf der anderen Seite, oder? Ich weiß es nicht. Irritierend ist das für mich. Ja gut. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ja, Knibbeli. Und andere. Oh Gott, deswegen. Ich muss mich ja. Und ganz hinten anschleichen hier. Guck mal, Mr. Glockenschwinger. So. Und hier hat alles angefangen. Das berührt wirklich meine Seele. Wunderschön. Und zugleich irgendwie traurig. Als ob sie Kummer hat und jemanden ruft. Hallo? Seid gegrüßt. Nach wem rufst du? Lass es mich noch einmal hören. Ich grüße euch. Mein Name ist Kumano Jinzaimon. Meine Aufgabe ist es, den Graben zu bewachen. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Zu welchem Clan gehört ihr? Das kann ich nicht sagen. Ihr könnt es nicht sagen, sagt ihr? Also seid ihr ein Shinobi? Das kann ich nicht sagen. Ihr solltet an euren Manieren arbeiten, aber egal. Wenn ihr ein Shinobi seid, werde ich euch nicht weiter bedrängen. Wieso hast du mich im Leben noch nicht gesehen? Ich war doch da unten eine Ewigkeit. Shinobi, habt ihr schon einmal jemanden hier auf der Shamisen spielen hören? Ich bin der Melodie gefolgt und sie hat mich zu diesem Brunnen geführt. Nö. Nein, habe ich nicht. So ist das also. Ich dachte, da ihr ein Shinobi seid, wüsstet ihr vielleicht etwas. Ich frage mich, wen diese Melodie ruft. Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Oh, nein. Egal. Bitte vergesst, dass ich überhaupt davon gesprochen habe. Es gefällt mir nicht. Ist das vielleicht die Frau, die mich erweckt hat? Ach Gott. Bastard. Noch ein Einarmiger. Oh Gott, ich muss mich erholen. Okay, ich hab mich erholt. Weiter geht's. Oh shit.
Lass mich kurz was trinken. Hier, der ist für dich. Um Gottes Willen. Shit. Lass mich kurz was trinken. Scheiße. Ich block doch ab. Scheiß Ding. Wand an. Oh. Alles klar, okay. Komm zu dir zurück. Er war nicht so schwer, ich hab's aber übelst verkackt am Ende. Es lief eigentlich ganz gut, aber dann ist irgendwie ausgeufert. Oh. Ich habe Meldungen über einen Shinobi hier in der Gegend gehört. Das habe ich auch gehört, aber das ist in letzter Zeit irgendwie alltäglich. Ich weiß. Das beweist nur, wie kurz wir vor der Schlacht stehen. Ein Grund mehr, diese Meldungen ernst zu nehmen. Okay, aber zumindest haben wir göttliche Hilfe bekommen. Ja, vom Prinzip her können wir ihn schaffen. Oh. Sorry. Das war wie Fail. Ja, ach so, ja, gut. So, der Pfannenschwinger. Oh. Ich werde auf jeden Fall hier zurückkehren. Also da, wo wir jetzt nicht weitergegangen sind. Können uns ja auch so anschleichen an ihn, ne? Ah, jetzt duckt er sich nicht mehr. Ciao. Willst du mich helfen? Willst du mir helfen? Einsamer Schattenlangschwertkämpfer. Das sind Kopien von mir, oder? Ich glaube, das sind Kopien von mir. Kommt der jetzt raus oder hat er mich vergessen? Na gut, lassen wir ihn da unten mal ein bisschen chillen. Ah, er hat mich vergessen. Perfekt. Ja, ich muss ihm schon von Anfang an einen abziehen, damit ich eine Chance habe. Ich bin ein schlechter Spieler. Wo ist der Dude? Hey, Dude. Scheiße, immer wenn ich was trinken will. Das ist das Problem, er lässt mich nicht trinken. Ah. Jetzt lass mich doch mal trinken, was ist denn dein Problem? Oh, Scheiße, den können wir ja nicht blocken. Ich trink mal hier was, ne? Was ist denn? Wieso wollte meiner nicht? Oh, meine wollte nicht zuschlagen. Ah. Ich würde sagen, wir untersuchen erstmal das Tal da oben. Ich habe da jetzt keinen Bock auf den Typen. Ich habe gerade schon den Stier besiegt und jetzt muss ich den nächsten hier besiegen. Nee, komm, wir untersuchen mal hier die Gegend. Dann entscheiden wir, wo wir lang gehen. Vielleicht finden wir hier auch erstmal noch ein paar so gute Sachen.
Wie? Ich hab doch mein Final Smash gemacht. Warum greift mich der Hund an dabei? Den finde ich jetzt fies. War jetzt nicht nett von dir, Hund. Na gut, wir arbeiten uns von hinten durch. Ja, den einarmigen Banditen da oder Shinobi, den können wir auch besiegen. Das sehe ich jetzt nicht so ernst, ne? Aber ich möchte mich halt hier auch ein bisschen umsehen. Ich will jetzt nicht wieder stundenlang damit verschwenden, irgendwelche Leute zu besiegen. Na, guck mal, da habe ich die Mopsis gesehen. Und wie er wegläuft. Huch! Ich komme mal zu dir. Au! Hä, was? Wie er mich random angegriffen hat. Oh, Mopsi. Mit dir will ich mich nicht anlegen. So, können wir hier rein? Immer noch verschlossen. Da ist aber auch keiner mehr. Aber ich sehe da Loot. Kümmern wir uns mal um die Mopsies, würde ich sagen, ne? Eins nach dem anderen. Jetzt hör auf, dich umzudrehen. Oh, scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Die drehen sich viel zu schnell um. Oh, das hört sich schnell an. Weißt du, aber du bist leider zu fett, um hier reinzupassen. Tut mir leid. Vergiss mich. Präsenz ist unterdrückt. Ihr könnt mir gar nichts. Oh. Nix könnt ihr mehr. Ich habe eine Idee. Die müssen sich ja irgendwann umdrehen, ne? Das ist eine gute Aussicht gewesen. Was habe ich jetzt gesehen? Oh, ich kann von hier. Oh. Er kann nichts machen. Oh, das ist so schön. Oh Gott. Dieses Bild wird mich noch, glaube ich, meine nächsten Träume lang verfolgen. Ich glaube, das wird dauern. Kannst du nicht irgendwie einfach weggehen? Okay, es geht auch schneller, das weiß ich. Aber du gehst jetzt nicht rückwärts, ne? Ein wunderschönes Bild. Ein Bild der Götter. So, Mopsi Nummer 2 und der kann mich auch nicht sehen, ne? Dann kümmern wir uns erstmal um Mopsi Nummer 2. Wir müssen allerdings warten, bis er sich umdreht. Und Zugriff. Ups. So, dann kümmern wir uns um dich, der hier irgendwie stundenlang in die Ecke guckt und sich dann fragt, warum er tot ist. So, und ich könnte jetzt zurück ins Haus. Okay, ich sehe schon, da ist ein Lanzenträger. Kommt er jetzt hier runter? Das ist ein kleiner Boss, ne? Oh, hallo.
Ich glaube, das ist nur einer zum Schwingen. Oh, ich hab's verpasst. Krieg ich hin. So. Shit. Oh. Ah, nein, ich. Scheiße. Hab's voll verkackt. Hier, nimm den. Ah. Ah, überall sind so eine starken Gegner, ey. Wuhu. Ja, gut. Kümmern wir uns um die Gegner. So, Leute, kleiner Zwischenstopp. Ich habe mal ein bisschen gefarmt. Und hier haben wir das gar nicht herbekommen, ne? Mussten wir dafür. Ja, wir müssen dafür wahrscheinlich rüber, ne? Zur Hütte. Denn ich habe Geld gesammelt und ich werde als allererstes mal. Wo möchte ich überhaupt hin? Bogdor, genau. Und zwar haben wir hier noch was zu kaufen. Und zwar kein Schwein. Da, Kürbissamen. Der hat 500? Na, ich wollte schon sagen, 1000. Okay. Kürbissamen, check. Haben wir. Ja, komm. Sei ruhig. Als nächstes reisen wir zur Treppe. So, auch alle tot hier. Hallo? Phantomkunai. Nice. So, jetzt haben wir noch 400, das ist geplant. Ja komm, sei ruhig, stirb leise. So, das heißt, unsere Kunais müssten noch jetzt stärker sein, ne? Dann, ach, wir haben 11 Punkte, währenddessen ich Geld gesammelt habe, bekommen. Den können wir auch gleich noch ausgeben. So, dann gehen wir hier zu einer netten Dame. Ich bin froh. Es gab früher damals. Ich verstehe. Ich wollte nicht reden. Kürbissamen. Gib ihr den Kürbissamen. Wiedersehen. So, jetzt haben wir 4 Aufladungen. So, jetzt wollte ich aber einmal kurz nochmal beim Schrein vorbeischauen. Da haben wir lange nicht mehr vorbeigeschaut. Seit Beginn eigentlich. Wieso ist die leer? Verstehe ich. Wozu ist das Ding denn? Ist das, falls ich irgendwas verpasst habe oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 400 Münzen. So, und wir verbessern Prothesen. Und zwar zuerst den hier. Yay. Und dann den hier. Obwohl, will ich das überhaupt? Eine geladene Axt mit Federmechanismus verbraucht Geistembleme. Die Stärke der geladenen Axt liegt in ihrem Gewicht, durch das sie Angriffe abwehrt und einen einfachen Holzschild zerstören kann. Das Aufladen, ne, möglich ist trotz Gewichtsaxt große Schwungangriffe auszuüben. Okay, was verbessern wir da? Ich habe keine Ahnung. Warum ist das zu? Ich weiß es nicht. Wir kaufen uns das hier. Warum ist das zu? Weil wir die Prothese noch nicht haben. Ich verstehe. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Alles wie geplant. Hier kann ich nichts mehr herstellen, ne? Gut, perfekt. So, hier ist gesperrt, was auch immer das ist. Wichtige Objekte. Jetzt, oh, wie viel Kranke ich habe. Ach ja, und ich habe noch einen Schatzkarten-Shopper gefunden. Anzahl im Besitz 1 von 99. Kann man die nur einmal auslösen? Ich weiß es nicht. Flammenlauf-Memo, Maschine. Hast du nicht gesehen? Was ist mit dem Ding, was ich gerade gekauft habe? Hat sich das jetzt verbessert oder nicht? Phantomkunai da. Zum Verbessern des geladenen Wurfsterns. Er ist noch nicht verbessert. Wir werden ihn wahrscheinlich erst bei dem hier verbessern, ne?
Ja, hier, der hier wird das sein. Unbekannter Nebelrabe, nee. Wurfstern. Es gibt also auch einzigartige Sachen, die man erstmal kaufen muss und so ein Kram. Naja, gut. Wir haben es also, ja. Ist auch egal. Jetzt haben wir es wenigstens. Passt. So, und letzter Stop, 11 Punkte, die wir auszugeben haben. Da hat sich das Farmball gelohnt. So, Fähigkeiten erwerben. Eine Sache ist mir wichtig an dieser ganzen Geschichte. Und zwar erhöht die Heilwirkung. Ist auch nicht schlecht. Können wir auch machen. Wo ist das? Da. Das hier möchte ich haben. Gewährt die latente Fähigkeit Shinobi Blick, die den Schaden für die Haltung nach einem erfolgreichen Mikiri-Konter erhöht. Die Augen eines Shinobi ahnen immer die Bewegung einer Klinge und blablabla voraus. So, das ist, um diesen Stangentypen richtig fertig zu machen. Schattensturm. Mhm. Sechs Punkte. Oh, hab ich nicht. So, gewährt die latente Fähigkeit Hauch des Lebens Licht. Stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Vitalität wieder her. Uha. Todesschläge geben Shinobi die Gelegenheit durchzuatmen. Ja, nee, klar. Easy. Nehme ich. Das freut mich. Kann ich gebrauchen. Na gut, wir haben uns jetzt ein bisschen verbessert. Und nun versuche ich nochmal den Typen fertig zu machen. Wird schon gut gehen. Okay, eine Sache, die ich noch vergessen habe. Und zwar müssen wir mal ganz kurz hier hin. Ich habe nämlich, währenddessen ich Geld gesammelt habe, noch etwas entdeckt. Und da bin ich jetzt noch nicht hingegangen, aber ich habe schon herausgefunden, wie ich dahin komme. So, jetzt bin ich hier. Ist richtig, ne? Ja. Es war falsch. Ich muss da hoch. So, und zwar ging es hier irgendwo runter. Da. Hopp. Hier ist eine Höhle. Was ist da drin? Wow. Verhüllte Jesus-Statue. Kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Erfüllt einer Jesus-Statue steht für elterliche Liebe. Der schützende Stoff soll sicherstellen, dass das kleine Wesen ein friedliches Leben hat. Was bringt mir das jetzt? Ach so. Oh, das ist ein Verbrauchsgegenstand, der meine Wiederbelebung auffrischt. Das ist ja der Wahnsinn. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Nochmal sterben. So, und da sind wir schon wieder auf dem Weg hin zu ihm. Ich hätte niemals gedacht, dass ich es so gut schaffe mit ihm, dass ich überhaupt nicht gesprochen habe. Ich wollte einfach nur ein paar Dinge ausprobieren. Und deswegen muss ich jetzt, ich will nicht sagen nachsynchronisieren, aber ich werde euch zeigen, so was ich gemacht habe, was ich eigentlich ausprobieren wollte an ihm. Und dass es schlussendlich dazu geführt hat, dass ich ihn doch noch besiegt habe, ist eigentlich ein purer Zufall. So, zack. Da haben wir schon mal sein erstes Leben abgezogen mit der Axt hinterher, das habe ich schon trainiert. Und man muss ihm halt wirklich viel ausweichen, der hat echt verdammte Moves drauf. So, und in dem Augenblick, wo der zweite angerannt kam, der da rechts, habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, das wird eh nichts. Weil ich kann nicht gleichzeitig den Typen und den anderen Typen besiegen. So, also renne ich hier erstmal hoch. Dachte, gut, jetzt hast du sowieso schon so viel Leben verloren, kümmerst dich erstmal um den Typen. So. Bin ich glücklich, dass der General da mich in Ruhe gelassen hat und ihn hat töten lassen. So, und nun beginnt der Spaß. Ich dachte mir, wenn ich ihn da einsperren könnte. Und dann ist er schon hochgelaufen. Und dann wollte ich ihn hier einsperren. Und dann dachte ich, da kommt ja gar nicht hier rein. Und dann, ja. Pustekuchen, er kam doch hier rein. Und ich natürlich raus. Hat dann festgestellt, hey, jetzt steckt er da drin fest. Ich kann ihn doch irgendwie eiskalt fertig machen, so auf die Art und Weise, oder? Da habe ich gedacht, ja, das könnte funktionieren. Aber leider blockt er wirklich jeden Axtangriff, den ich da so reinsemmel. Und somit habe ich schon ein paar von meinen Punkten verbraucht. Dachte ich, okay. Ah, vielleicht neue Taktik. So, habe ich mir das Öl geschnappt. Habe ihn beworfen.
Oder wollte ihn bewerfen, hab falschen Knopf gedrückt. Ja, und dann habe ich ihn beworfen, so. Und dann habe ich festgestellt, ja Mensch, du hast dein Feuer gar nicht ausgerüstet. Das ist schon ein bisschen kacke, ne? So ohne Feuer. So. Zack. Habe ich ihn ein bisschen verbrannt, ein bisschen draufgeschlagen und gemerkt, Moment. Die Anzeige leuchtet ja. Der ist ja jetzt richtig am Arsch. Und dann ist er rausgekommen. Und dann dachte ich, ja, gut. Feuer habe ich auch nicht mehr. Lolo, gehst da rein. Und hier beginnt der Spaß, wo ich dann plötzlich zum Profi mutiere. Zack, abgeblockt. Ha, hat er gedacht. Dann macht er das gleich direkt nochmal. Zack, nochmal abgeblockt. Und ab diesem Moment dachte ich, Moment. Oh mein Gott, ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen. Ich mach die fertig. Komm her. Ja, bitte. Und tatsächlich macht er richtig gute Moves. Und da bin ich auch ausgewichen. Da bin ich so stolz drauf. Und da hatte ich ihn fast. Und dann dachte ich, ja, jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Oh. 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 Du kleine Scheusal. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen Kampf zeigen will, weil er ein bisschen armselig war. Vielleicht werde ich ihn nachvertonen und ein bisschen was Lustiges dazu sagen. Mal gucken. Du hast einmal zu mir gesagt, tut, was nötig ist. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, was genau das ist. Ich verstehe es nicht. Wieso habe ich diese Macht erhalten? Ich weiß nicht, weil du ein cooler YouTuber bist. Keine Ahnung. Ich frage mich auch manchmal, warum einige YouTuber ziemlich viele Abonnenten haben. Dabei machen die scheiß Content. Aber hey, mach dir nichts draus. Ist Schicksal. So, mein Herz pocht. Ich hab ihn hingekriegt. Was ist hier? Hat sich das jetzt gelohnt, herzukommen? Naja, ich habe eine Gebetsperle bekommen. Also im Endeffekt hat es sich gelohnt, ja. Ah. Ja, aber nichtsdestotrotz kommt jetzt schon wieder der nächste Feind. Also komm, gehen wir zurück. Was soll's, YOLO. Wei. Das fröhliche Sterben geht weiter. Guck mal, der sitzt auch krank. Ist das nicht schön? Jinsei, Mann. Ihr etwa auch? Edler Shinobi. Zwingt euch nicht zu sprechen. Ja, ich muss der Melodie folgen. Alles klar, Junge. Viel Spaß dabei. Ich habe einen anderen Feind zu besiegen. Geronimo. Scheiße. Scheiße. Ja. Oh.
Der nächste Kacklappen weg. Magnetitschrot. Magnetisch. Ich kann nicht mehr lesen. Ich habe zwei Feinde hintereinander besiegt. Ich bin völlig fertig. Magnetisches Erz, das in China abgebaut wurde, wird meist als Grundlage für mittlere bis hochwertige Verbesserungen an Prothesenmodulen verwendet. Daraus kann harter Stahl geschmiedet werden, eine wertvolle Ware in China. Die Bewohner des versunkenen Tals nutzen es als Währung beim Handeln mit China. Gebetsperle. Nice. Wie viele Gebetsperlen habe ich? Kann ich das hier schon sehen? Nein. Na gut. Ich will weiter. So, was hat mir das jetzt gebracht? Wahrscheinlich wieder nichts. Oh, jetzt kommt man hier hin. Nice. Eisenschrott. Verlassenes Verlies. Gott, das gefällt mir hier gar nicht. Aber hier sind sowieso nur diese kleinen Echsen. Komm her, Mann! Oh, ich bin ja halt tot. Achso, die haben ja nichts. Easy. Voller Geldbeutel. Gehen wir doch erstmal hier hin. Habe ich hier Gebetsperlen? Ich glaube noch nicht, ne? Ich habe erst zwei. Ich mag den Typen nicht. Das habe ich bemerkt? Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin tot. Oh, cool. Was geht denn mit dem ab, sag mal? Oh, den Loot will ich noch haben. Bitte, bitte. Ja, ich habe ihn noch bekommen. Ich will nur den Loot. Ich lasse dich auch in Ruhe. Oh, Loot. Okay. Beruhigungsmittel. Medizinischer Pulver zum Beruhigen der Nerven. Verwendet von jenen, die unaussprachliche Taten vollbringen. Verringert angesammeltes Grauen und erhöht kurzzeitig den Widerstand gegen Grauen. Friedhofswärter, Henker, Nachlassverwalter, wer mit dem Tod zu tun hat, hat immer eins griffbereit und hält sich an eine einfache Regel. Pack dich der Schrecken, musst du dich verstecken. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Okay. Wir haben schon mal zwei Leute, die ziemlich krass drauf sind. Da muss ich auf jeden Fall nochmal überlegen, wie ich die töten kann. Vielleicht. Ich weiß nicht, der wird das sofort bemerken, wenn ich da bin, ne? Also ich kann auf jeden Fall zurück. Kann ich so weit springen, dass ich den erwische? Nein. Ach, das Grauen sammelt sich an. Guckt sich an. Ah. Okay, ich verstehe. Ich verstehe den Typen langsam. Okay. Ich denke mal, das könnte Illusionsmagie sein, oder? Wir gehen das mal weiter. Wir gucken erstmal, was es hier so Schönes gibt. Wird man euch verstoßen? Oder werft ihr euch selbst hinein? Was? Wenn ihr die Tiefen von Ashina erkunden wollt, dann solltet ihr euch lieber selbst hineinwerfen. Da drüben. Die Tiefen von Ashina sind dort drüben. Ja, du hast jetzt Drachen-Aids. Viel Spaß. Hui.
Mimo Ballon der Seele. Ja, Freunde, ich würde sagen, das erkunden wir auf jeden Fall die nächste Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.